Servus Leute, weiter geht's am Metroid Dread. Beim letzten Mal haben wir versucht, hier irgendwie weiterzukommen, den ich mit dem Morphball versucht habe zu speedboosten. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob das überhaupt funktioniert. Weil wir können ja im Morphball, können wir gar nicht... Können wir gar nicht speeden. Ja, aber wir dann alles verlieren. Und ich wollte auch versuchen, ob wir dann unseren Morphball dann, wenn wir das aufladen. Wir können dann nicht diesen Speedboost nutzen, dieses Shine-Spark-Ding da. Das nervt ein bisschen. Also gehen wir wieder zurück. Weil mir gerade nicht ganz bewusst ist, wie ich da weiterkommen soll. Da war aber auf jeden Fall noch ein anderer Weg. Den wir, glaube ich, immer nicht erreichen konnten. Also wir müssen da irgendwie weiterkommen. Ich habe nur leider überhaupt keine Ahnung wie. Ja, ich kann den Sensor nutzen. Ich weiß, müsst ihr mir nicht sagen. Allein die Idee fehlt mir, wie man da, wahrscheinlich ist da was, ja. Ja, wahrscheinlich hat der Rechten, da ist was, und ich stelle mich gerade einfach nur unglaublich dumm an. Aber ich will es trotzdem wissen, ob ich hier noch irgendwas hätte erreichen können. Ich will nur kurz gucken, wir gehen gleich wieder zurück, wenn ich jetzt keinen Weg finde. Ein Gravoran. Das haben wir alles gemacht. Hier kommen wir nicht hin, weil da müssten wir von hier aus hinkommen. Müssen wir einfach zurückkommen vom anderen Gebiet aus. Und das könnten wir dann sogar erreichen. Den hier bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob wir den irgendwie erreichen können. Da gibt es irgendwie hier was, da gibt es oben drüber was, das ist ganz merkwürdig. Vielleicht müssen wir von hier irgendwie durch dann. Egal. Ja, gut, okay. Hat sich erledigt. Wir kommen hier nicht wirklich weiter. Wir müssen also das Radar nutzen. Macht ja auch Sinn, wir haben die Fähigkeit gerade bekommen. Da ist auch ein Fähigkeitenball. Da kommen wir aber erstmal mit dem den Schwarm-Missiles ran, so heißen die wohl. Also ein bisschen was bekommt man schon mit nebenbei. Aber ich weiß eben, wenn wir geguckt haben, ob es eigentlich doch irgendwas gibt, wo man da weiterkommen könnte. Gott, das Backtracking hier wird die Hölle, glaube ich. Ich glaube, das wird literally die Hölle. Aber ich bin gespannt. Sobald wir den Gravity Suit haben, denke ich, werden wir Backtracking machen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob es hier die Powerbomben für den Morphball auch gibt. Werden wir aber alles sehen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt will ich es wissen. Es muss ja hier weitergehen. Ich finde gar nicht anders. So, wir haben dann letzten Mal die Eismissiles. Die haben wir vom Frost-Emmy bekommen. Hier haben wir eine Abkürzung erschaffen von unten nach oben. Da oben kommen wir nicht durch, weil... Ja... Problem. Okay, jetzt machen wir hier das da. Ah! Seht ihr? Okay. Okay. Jetzt sind wir hier und dann kommen wir dann zu dem Weg, der uns hier die Abkürzung aufmacht nach oben. Sehr gut. Oder auch nicht. Adam, mein guter Freund. Gibt's bei dir so Spannendes? Erzähl doch mal. Daten werden hochgeladen. Diese Zone, Phyrenia, scheint eine Zufluchtsstätte gewesen zu sein. Die Mobbing hielten hier Zeremonien ab und vollzogen Rituale. Jetzt liegt alles in Trümmern. Klingt aber nicht so toll. Wahrscheinlich sind die immer noch hier unterwegs. Vermutlich wurde sie im Chaos nach der Ankunft der X zerstört. Das würde sich mit den Erzählungen von Quiet Hope decken. Die X haben die Zone in ein Nest verwandelt. Zudem konnte ich die Anwesenheit eines ungewöhnlich starken X feststellen. Nicht so toll! Genau das wollte ich hören. Vergiss nicht, dass die Emmy in dieser Zone durch Gelände hindurchschauen und Gegner mit einem elektrischen Schuss betäuben können. Meine Sensoren zeigen an, dass dieser Emmy reaktiviert wurde. Wir können davon
davon ausgehen, dass Helfenhieb auch dahinter steckt, nutze deinen Phantom um Hinweise, dann solltest du nichts zu befürchten haben. Sei vorsichtig, Samus. Ich bin immer vorsichtig, Adam. Ich habe nur leider ein leichtes Problem. Was bist du denn, Hässliches? Er hält sich so ein bisschen wie... Ihr wisst schon, ne? Metroido! Was? Da ist einer. Wo kann ich denn hier überall lang, verflucht sagt? Ich kann nach unten? Ah, das ist ein Rollladen. Ey, da ist auch ein Rollladen. Das ist eine Powerboom-Schleuse. Ja, aber soll ich denn zuerst lang, verfatzte Axt? Au! Junge, da geht's auch wieder lang. Wo es hier überall lang geht. Kann ich den vielleicht auch. Warte, kann ich den vielleicht auch so erwischen, wenn ich einen Charge Beam angreife? Nee, den muss ich erstmal einfrieren. Alles klar. Okay, der geht auch so drauf und da ist eine kalte Zone dahinter. Alter, hau ab. Ciao. Okay. Die Tür ist nicht aktivierbar, oder? Doch, ist sie. Das ist ein Rückweg tatsächlich. Ja, das ist ein Rückweg. Okay, alles klar. Hier ist irgendwo ein geheimes Item. Da oben. Das ist die Superbombe oder die Powerbombe. Okay, toll. Ah. Wieso respawnt ihr so schnell? Was soll denn das? Mann, seid ihr ekelhafte Mistviecher, ja. Den bin ich noch nicht so ganz schlau. Okay, da, wir hätten hier noch hingehen können. Das habe ich jetzt übersehen. Der Rollladen ist offen. Wow. 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 Alter. Alter. Jetzt? Das ist alles verwirrend, ne? Das ist alles verwirrend. Ich meine, hier ist aber auch noch mehr Eisgebiet, aber hier wäre es zu einer Emmy-Schleuse gegangen. Ich will da oben hin auf jeden Fall. Bin gerade so dermaßen verwirrt, ne? Hier geht es auch zu einer Emmy-Schleuse runter, aber wenn ich hier anfange und mich da durchkämpfe, das ist die andere Frage. Da ist ein Teleporter. Hier drauf wegen dem Mistvieh. Powerbombe. Den komme ich auch nicht durch, ne? Scheiße. Yeah.
habe das Zeitfenster gesehen zum Kontern. Ich habe es gesehen, ich habe aber nicht gedrückt. Ich mag diese Käferviecher nicht. Okay, sind wir wieder blind, ja? Ah, natürlich, klar. So. Hier durch. Decken wir die Karte mal eben wieder auf. Oh, ich könnte auf zu schießen, Mann. Ah. So. Bist du besiegt? Jetzt gehe ich gleich hier lang. So. Tür. Ist auf. Ja, hier komme ich nicht weiter, weil Schwarmmissal. Okay. Viecher sind wieder da. Ich kotze. So, das heißt, ich kann aber nirgendwo. Doch, oben kann ich noch hin. So. Ich kann ganz oben noch hin. Das sollte ich vielleicht auch mal probieren. Warte. Ich gucke mich jetzt hier ganz genau um. Ich will es jetzt ganz genau. Nein. Nein. Dann ist Ruhe. Hier ist das Eisgebiet gewesen. Scheiße. Oh Gott. Diese hässlichen Käferviecher. Nein, hau ab. Das ist nur die Abkürzung, ne? Ja, so. Diese hässlichen, ekelhaften Mistviecher. Da gibt mir her. Nein! Ach Gott! Nein! Ah, natürlich triffst du mich da hinten noch, du Arsch! Dieses Gebiet, darf ich das mal so deutlich sagen? Das ist heute echt die Aufnahme der Pleiten, Pech und Pannen. Und ich sterbe in einer Tour heute, habe ich das Gefühl. Ich kann sich doch mal kreuzweise, ey, ciao. Hau ich einfach ab, ciao. 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 Nein. Oh, nein, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, ciao. 10-mal lieber Emmy, als mit euch rumzuschlagen, Kollegen. Ah, ist der Container Plus übrigens. Hm. Ja. Okay. Toll. Weil abgesehen von der Tatsache, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich lang soll. Und der Arschloch, der Arschloch, genau. Dumme Sau wieder da ist. Er ist auch wieder so ultraschnell, ne? Bin ich da, hau ab. Hau ab. Mach Sitz.
Toll. Boah, die letzten beiden Emmys, so der Frost-Emmy und der, die gehen mir so böse auf die Nerven, ne? Dass sie da oben anfangen, Adams rauche ich die Gläse. Ja, toll, der ist direkt hier. Was soll ich machen? Aha, kannst du auch mal einen anderen Raum nicht verpissen, Kollege? Vor allem, ich weiß nicht mehr, wo ich lang soll. Unten Käse. Oben, es führt nur hier weiter geradeaus. Aber wie? Sofort wieder da. Das macht gerade keinen Spaß. Das ist gerade einfach nur frustrierend. Weil es auch jeden Fortschritt verhindert. Der ist sofort da! Was soll. Wieso. Der. Hä? Der ist sofort da! Was soll ich denn machen? Ich habe ja nicht mehr eine Idee. Ich muss mich hier oben langhangeln. Aber wenn der hier hinkommt, bin ich tot. Ist vorbei. Ich müsste also es schaffen, da dran zu kommen, mich dann unsichtbar zu machen. Ja, das ist alles, was ich machen kann. Und dann. Ich hasse es. Ja. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, komm, verpiss dich doch mal! Oh, nein, hau ab! Oh. Puh. Sollten wir etwa doch noch so etwas ähnliches wie Fortschritt erzielen? Eine Chargebeam-Schleuse. Ja, wir könnten uns hier einen Shortcut öffnen. Das würde eine Menge, glaube ich, erleichtern. Ist der Arsch noch da? Ja. Oh, komm. Ja, doch, ekelhaft, ey. Oh, Heilung. Und ein Speicherraum wäre jetzt auch nicht so doof. Geht da auch noch irgendwie nach unten weiter. Oh ja, Heilung, danke. Da brauche ich eine Schwarmmissile für, okay. Danke für die Heilung. Oh, ein Speicherpunkt. Also diese Folge und die letzte Folge, für die beiden entschuldige ich mich ein bisschen, weil, warte. Ja, jetzt kann ich den Weg, okay, das ist gut. Weil irgendwie haben wir da jetzt nicht so viel Fortschritt erzielt, wie ich ganz gerne gehabt hätte. Mal gucken, da haben wir nicht durch, wir müssen da unten, okay. Unten geht es auch noch weiter, das haben wir ja gesehen. Jetzt gucken wir es auch gleich mal an, aber ich will erstmal gucken, was hier oben ist.
hasse diese Kollegen so sehr, ne? Da geht sie in die Emmy-Zone zurück, toll! Wir gehen erstmal nach unten. Au. Die Karte, sehr schön. Das ist auch nochmal eine Gelegenheit, um zu speichern. Uff. Karte dieser Zone heruntergeladen. Das dürften dann... warte mal. Hier... Scheiße. Könnten wir die Abkürzung öffnen, ne? Das wäre halt von Vorteil. Ich würde halt gerne hier hin. Ab der Axt. Hier ist auch wieder irgendein geheimes Item irgendwo. Oh Gott. Okay, wir dürfen also wieder Emmy Spaß haben. Dann kommen wir vielleicht hier hin. Ich will nicht. Ich will so überhaupt nicht, ne? Du bist doch... Ich kann mal festhalten, dass ich so überhaupt nicht will. Und so gar keine Lust darauf habe. Ach, der verwandelt sich erst in das Vieh da oben, okay? Natürlich! Natürlich bist du direkt da und weißt, wo ich bin. Klar! Ich hasse diesen Emmy so sehr, ne? Hasse diesen Emmy so sehr. Die Violette ist so ein Arschloch. Der ist sofort da! Das nervt mich gerade. Das setzt mich enorm unter Stress. Ich muss da... Soll ich mich hier umbringen lassen oder was? Oder was stellt ihr euch vor, wie ich da durchkommen soll? Ich hab keine Wahl, ich muss hier ja so durch. Kurze Verschnaufpause. Das sind doch schon alles so enge Gänge, wo ich wieder mal gar nicht weiß, wie ich am Ende den blöden Emmy überhaupt ausschalten soll. Ich meine, es geht in die richtige Richtung, aber... Das ist einfach nur irre mit dem... Toll. Runde...
Ja, und jetzt? Wo soll ich da hin? Ich weiß das doch blind nicht! Oh, das fuckt mich so ab gerade, ne? Das fuckt mich so extrem ab, Leute. Ich muss jetzt erstmal eine kurze Pause machen. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubse. Ciao.